Hallo Leute, willkommen bei der 100 Baby Super Sim Challenge Universität. Dies ist Teil 72. Und Jenny hat ihr Studium geschafft und ihr Bestreben. Jenny, stell das mal hier hin. Ach, jetzt haben die Wehen eingesetzt. Tja, na gut, dann stopp, dann kriegen wir jetzt erstmal Babys. Ich räume hier mal auf, damit es euch nicht so schmutzig ist. Und dann müssen wir Babybetten statt Kleinkinderbetten hinstellen. So. Das hat ja perfekt geklappt. Hey, Abschlussfeier und dann gleich mal die Babys kriegen. Ich meine, viel perfekter hätte das nicht klappen können. So. Ab ins Haushaltsinventar. Und hier die schicken Wiegen. Diese schicken Wiegen gibt's übrigens beim Magie-Pack. Falls ihr euch fragt, wo ich die her habe. Okay, warum lässt sich das nicht platzieren? Na, so geht's. Prima. Was ist denn das für ein komisches Fenster? Sehr merkwürdig. Nun gut. Du kannst auf jeden Fall mal die Babys bekommen. Ich hoffe ja, es werden wieder zwei. Ja, sieht gut aus. Immer wenn hier dieses Bodensymbol kommt, dann sind es wahrscheinlich zwei. Ja, das machst du doch jetzt mit links. Wurde dein... Ah. Oh, wo ist die Namensliste? Ich mal wieder. Ganz prima. Namensvorschläge. Es ist ein Mädchen. Okay, dann heißt sie Erika. Okay. Nur ein Kind? Nur ein Kind? Ist es nicht zu fassen? Tja, nun gut. Okay. So, füttern. Nimm mal dein Babylein an die Brust. Das hatten wir ja lange nicht. Vor allem, also wir hatten es ab und zu mal, wenn nicht genug Platz im Haushalt war. Aber jetzt ist eigentlich mehr als genug Platz im Haushalt. Und das ist dann schon ein seltenes Ereignis. Nun gut. Es ist ja völlig in Ordnung, denn wir haben es nicht eilig. 100 Babys haben wir ja schon. Und das ist jetzt Baby, mal gucken, Baby 112. Ja, vielleicht ist Jenny etwas aus der Übung gekommen. So. Ja, jetzt stopp mal kurz. Dann machen wir das. Jenny hat ein Baby bekommen, Bild. So. Ein Baby. Na sowas. So. Ja. Aber das ist vielleicht mal ganz gemütlich und entspannt. Ja. Vor allem, weil Jenny jetzt ja auch bald mit dem Job anfangen will, dann können wir uns darauf konzentrieren, dass sie bald mit dem Baby gute Freunde ist, damit das Baby dann Kleinkind werden kann. Ich frage mich so ein bisschen, ob nicht vielleicht doch der Alien-Bub, der entführt wurde, vielleicht doch schwanger ist? Aber ich glaube nicht. Das hat man längst gemerkt. Wir haben auch beide sehr dünne Bäuche. Ich weiß nämlich nicht mehr, wer es war. Ich glaube, der Miko. Na, auf jeden Fall zeigen die beide keine Zeichen von Schwangerschaft. Es ist vielleicht einfach
dass es halt mal nur ein Baby geworden ist. Ich gucke mal kurz, ob das Grundstücksmerkmal fruchtbar hier noch angeschaltet ist. Ja, okay, daran liegt es also nicht. Okay. Naja, dann feiern wir jetzt eine Party. Wir feiern die Abschlussfeier, also den Abschluss des Studiums. Jenny, du kannst hier noch was grillen. Wie wäre es mit Hamburgern? Und dann laden wir ein paar Leute ein. So. Ja, Abschluss und neues Baby wird gefeiert. So, sie hat sensationelle Dinge über Jenny gehört. Nee, das interessiert uns gar nicht. Das lenkt die Jenny nur ab. So, stell's auch mal hierher, Jenny. So, wunderbar. Und jetzt kannst du mal anrufen. Party. Gesellschaftliches Ereignis. Dann machen wir einfach eine ganz normale Hausparty, würde ich sagen. So. Hausparty. Jenny ist die Gastgeberin. Vielleicht lasse ich die anderen beiden auch Gastgeber sein. Weil dann können die Aktionen machen, die zählen. Und Gäste. Jetzt laden wir mal, nehmen wir die Kleinen auch mit rein. Und bevorzugt Familienmitglieder. Okay, warum fehlen die Töchter und Söhne hier? Ist ja schon merkwürdig. Viele Väter sind hier. Sehr viele Väter. Melanie Wagner, ja, nehmen wir die einfach mal. Nehmen wir mal sozusagen hier die ersten drei. Oder, na, der will bestimmt auch. Und dann picken wir uns ein paar von Hand raus. Hier die Hanna, warum nicht? Wir haben zwei, die Hanna heißen. Wie, im Ernst? Oh, das muss ich mal überprüfen. Aber hier gibt es eindeutig zwei, die Hanna heißen. Ah, möglicherweise ist eine davon eine Enkelin. Das könnte sein. Dass die eine Enkelin ist. Das gucken wir gleich mal im Stammbaum. Blueberry ist auch ziemlich alt geworden und die Diana können wir mal einladen. Und das hier ist der Vater der Aliens. Und den Jens würde ich gerne noch einladen. Da ist er ja. Ich denke mal, das reicht dann auch. So. So. Im 100 Baby Small House. Jawohl. Okay. Und jetzt gucken wir mal kurz im Stammbaum nach. Oh, das Baby schreit. Jenny, wickel mal dein Baby und mach hier den Liebkosungstrip. Mit Angurren. Und den Stammbaum wollte ich gucken. Ist der nicht hier? Ist der da? Ja, der ist da. So, dann gucken wir mal gezielt bei den Enkeln. Das müssten die Kinder von dem Max sein, weil der hat vier gekriegt.
Die habe ich nicht selber benamst, sondern die wurden vom Spiel benamst. Das hier sind die anderen: Hans, Lotte, Anissa und Franz. Drei davon habe ich benannt, habe ich extra so altmodische Namen gegeben, damit ich die wiedererkenne. Und die Anissa ist ge heimlich geboren, als ich nicht dabei war. So. Vanessa, Mareike, Yannick und Sebastian. Okay, das sind die Enkel, die vom Max sind. Dann habe ich wohl zwei Kinder Hanna genannt. Das ist doch nicht zu fassen. Das wird gleich mal überprüft. Einmal ist Baby 75 eine Hanna und Baby 99, ja. Tja. Naja, ich denke mal, das ist nicht so schlimm. So, kümmern wir uns jetzt mal um die Party. Also, die haben hier ihre Alien-Klamotten angezogen. Gastgeber knüpfen Kontakt mit Gästen. Mach mal hier Tag verschönern und du kannst mit deiner Schwester sprechen, denn deine Schwester ist ein Gast. Frag sie mal nach der Schule und du. Na, Jenny hat sich extra noch mal hier ihr Studentenoutfit angezogen. Du kannst mit deiner anderen Schwester quatschen. Red mal über Gehirnleistung und dann bring ihr Verantwortung bei. Wo bleiben denn die anderen Gäste? Sind da welche im Anmarsch hier? Da steht noch einer. Der Vater der Alien-Jungs. Gut, du könntest hier mal deinen Vater begrüßen. Na, jetzt haben wir hier immerhin ein Ziel schon geschafft. Und jetzt sollen wir Sims gleichzeitig Spiele spielen lassen. Dazu besorgen wir uns am besten so einen Spieltisch. So. Aktivitäten. So. Oder findet man den auch hier? Nee, da sind nur die Schachtische. So. So. Da können sehr schön mehrere Sims gleichzeitig spielen. Ah, Glückwunsch! Jenny Wagner hat ihren Abschluss an der Universität gemacht und der Beweis dafür ist ihr Diplom. Du findest es im Inventar von Jenny. Ja, das ist doch toll. Spielen mit. Na, dann spiel noch mal mit deinem Vater und mit deinen beiden kleinen Schwestern. So. Oh, und du kümmerst dich hier mal um die Kuhpflanze. Jenny ist hier noch im Gespräch vertieft. Bedank dich mal fürs Kommen. Und dann könntest du einen Witz erzählen. Am besten einen Studentenwitz. So, lustig. Nehmen wir einen Klopf-Klopf-Witz. Und dann machen wir hier einen Witz über Professoren. Ja, und du könntest, ah, er will jetzt was essen. Könntest dich trotzdem mal freundlich vorstellen. So, jetzt soll man sie küssen lassen. Und ihr solltet doch spielen. Mit Tom plaudern, essen. Jetzt werden die auch schon wieder müde. Hey, ihr solltet spielen.
Ja, probier das mal hier in dieser Kombination. Jenny hat heute Geld verdient in ihrem Elternzeittag. Warum nicht? Oh, und du könntest Geige spielen. Aber dazu gehst du am besten... Mal gucken, hat sie das in der Tasche, die Geige? Oder wo steckt die Geige? Nee, sie müsste mal pinkeln. So, und für dich suchen wir die Geige. Na, dann lassen wir die Jenny lieber Gitarre spielen, wenn die Geige weg ist. Na, da steht sie ja. Okay. Gut, dann könntest du hier ein bisschen Geige spielen. Oh, wir haben schon Gold. Na, prima. Ja, die haben Spaß beim Spielen. Na, das ist doch gut, dass die Spaß haben. Ja, die Kitties sind schon wieder müde. Na, wenn die schon nachts um 3 Uhr aufstehen... Sie kriegt Trinkgeld. Ist denn das zu fassen? Ja, die kommen tatsächlich und werfen ihr Trinkgeld hin. Naja. Das ist gut, dann wird sie motiviert. Was hat sie denn eigentlich für ein Level? Grauenvoll. Oh, sie kriegt jetzt schon echte Geigenlevel. Das ist gut. Das heißt, dann lohnt sich das für sie inzwischen richtig, das Üben. Weil sie jetzt besser wird. Sie hat Kreativität schon 2. Und kriegt jetzt echte Geigenlevel. Das heißt, noch 3 Level und dann kann man sich das anhören, das Gekrächze. Und darum hat sie wohl auch Trinkgeld gekriegt. Aha. Die hat immer noch ihre Bärenphase. Das zieht sich ja ewig hin. So, gleich hat sie Level 3. Sehr gut. Sie kann jetzt traditionelle Lieder spielen. Aber ich glaube, du gehst mal ins Bett, meine Liebe, denn du bist ja ganz müde. So, hast viel Zuspruch gekriegt von deinen großen Geschwistern. Kannst du stolz auf dich sein? Auch, dass du jetzt richtige Fortschritte machen kannst auf der Geige. Nein, du sollst nicht da schlafen. Da kann man ertrinken, wenn man da schläft. Welches ist denn dein Bett? Geh mal schlafen. Und wer schläft dort? Hey, Mädel, das geht doch nicht. Steh mal schnell auf und leg dich in dein Bett. So, bei mir sind die Partys immer ziemlich chaotisch, muss ich gestehen. Aber sie scheinen ja Spaß zu haben. Er wird jetzt langsam auch müde. Gut, dann kannst du mal allmählich aufhören und gehst auch ins Bett. Die Party ist ja auch gleich vorbei. Und jetzt bewundern wir nochmal Jennys Diplom. Da ist es. Abschlussporträt von Jenny Wagner. Wie? Jetzt wird sie entführt. Was
sowas. Tja, leider werden weibliche Sims nicht geschwängert von den Aliens. Sonst wäre das doch ganz praktisch. Und sie hat eine Belohnung verdient mit der Party. Jetzt geht hier alles drüber und runter. Und das Baby schreit. Vielleicht kann ich hier einen der Buben wieder aufwecken. Mal gucken. Ja, steh du mal auf und kümmere dich um das Baby. Jenny ist gerade entführt worden. Ich wette, das Baby ist durstig. Die kleine Erika. Was für ein Chaos. Ja, Jenny hat hier auch noch Forelle Müllerin gekocht. Ja, die Finger. Dankeschön, dass du hier aushilfst. Jenny kann gerade nicht. Oh, Hanram, Sapava. Jibs. So, jetzt fühlt er sich sehr selbstsicher. Das ist gut. Ja, die Kuhpflanze kannst du auch gleich mal füttern. Na, und ich räume hier mal auf und dann hoffen wir, dass die Jenny gleich wieder da ist. So, überall leere Teller. So. Ist ja schade drum, die wegzuwerfen. Da die nicht kaputt gehen, lassen wir das Zeug einfach mal hier auf dem Tisch stehen. So, und jetzt kann man hier sehen, wie lang... Ah, Jenny kommt gleich wieder. Dann ist gut. Die ist so eine Weile verwirrt, aber dann kann sie ein Nickerchen auf dem Sofa machen. Ja, das ist, war ja ein aufregender Tag hier. Oh. Gut, alles klar, meine Liebe. Auf und davon. Als Errungenschaft. Mal gucken. Sorge dafür, dass 3 Sims von Aliens entführt werden. Okay. Ja, mach einfach mal ein Nickerchen hier. Das hast du dir verdient. Ja, und ich denke, ich mach mal Schluss mit dieser abenteuerlichen Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!